Trautl, wo bleibst du denn? Na, ich kümmere mich um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt in unserem Kollektiv. Sag mal, warum forstest du mich gar nicht in der Weiterbildungslehrgang für die Menschen aus den neuen Bundesländern vor? Und? Du, da haben sich unter dem Motto Ost und West, das ist die Welt, völlig neue Kreative. Stell dir mal vor, da haben uns die Menschen aus den alten Bundesländern hier, weißt du, die Schwarzwaldmenschen. Ja, du, die haben uns in den Gebrauch der allerneuesten westlichen Dopptechnik eingewiesen. Du, da blieben keine Putzbärenwünsche offen. Aha. Hier ist sie, die neue Cleaning-Performance-Maschinerie. Hand up! Ursel, willst du nicht was lernen oder nicht? Learning by doing, meine Ursel, Gute. Ursel, so geht das nicht. Komm, das Ding hat teures Westgeld gekostet. Hilf mir mal, das aus dem Schrank rauszuholen. Oh. Ursel, ja, da kannst du nicht so rumwurschteln. Das ist, geht dramatisch. Ja, schuld eigentlich, Mensch. Damit kann ich mich wenigstens aus. Und dann ist es ja auch andersrum gekommen. Ursel, also damit musst du dich jetzt im Jahre 15 langsam abfinden. Du bist schon immer noch nicht in der neuen Gesellschaftsordnung angekommen. Guck doch mal, wie es hier aussieht, das Equipment, wie ohne Honecker. Wir haben kein ähnliches Hightech. Oh, Mensch, Trautl, hat das Ding auch eine Fernbedienung? Du, da sitzt man hier auf der Arbeit da und drücken die bunten Knöpfe, du einwandfrei. Ja, Ursel, der Tag wird kommen, aber zuerst müssen wir die Gebrauchsanleitung studieren, sonst dreht sich Gerald. Und du bist fürs Räumetier. Ja, ich bin's Proletariat und du bist die Intelligenz, ne, freilich. Ne, lies doch mal vor. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des neuen Ultimate-Systems. Sie besitzen nun ein hervorragendes, umfassendes Profi-Pflegesystem. Halt, Ursel! Warnhinweis: Beim Turbo-Sandpapierschleifen unbedingt immer eine Schutzbrille tragen. Trautl, das klingt wie nach einer DDR-Arbeitsschutzbelehrung. Tja, das Schlechte haben Sie anscheinend von uns übernommen. Nun komm doch auf den Punkt! Beginnen Sie mit dem vollständigen Herunterdrücken des unteren Pedals, in Klammern 76, der Two-Touch-Control-Fußbetätigung, wobei eine Rasterung nach der anderen bei angeschaltetem Ultimate G das Motorengeräusch verändert. Du Trautl, ich höre gar kein Motorengeräusch. Das wundert mich nicht. Was nun noch? Damit der Hilfskraftantriebsmodus gesetzt wird, drücken Sie die mit einem gelben D, Drive, für dich Antrieb, des Hilfskraftantriebs N-D-Pedals in Klammern 12, welches sich gleich unterhalb des Netzschalters in Klammern 43 befindet. Hast du das? Trautl, ich bin nicht sicher. Bringen Sie die Öffnung des Minitor-Auffangbehälters über eine alte Zeitung und schütteln Sie die Schmutzpartikel aus ihm heraus. Ich trage die Hornier gar keine alten Zeitung. Und wenn da steht alte Zeitung, hat das ja auch seinen Sinn. Wisst ihr was, ich geh mal runter in den Hof und gucke mal bei der Papiertonne, gell? Ursel, du bleibst hier. Welchen Arbeitsgang willst du zuerst durchführen? Teppich schamponieren, Turbopolieren, Ziprasch oder Turboschrubben? Ja, natürlich Turboschrubben. Gut, dann springen wir jetzt zu Punkt F3. Da kannst du mal sehen, wie wir 40 Jahre im Trüben gefischt haben. Sag mal, hast du sonst noch Fragen? Na, wie funktioniert denn das Ding? Na, drück doch auf den Knopf. Trautl, da kann ich drücken. Dann drück auf den anderen Knopf. Es geht gar kein einziger Knopf. Warte, gut. Nicht. Dann greift jetzt Seite 152, Fehlersuche, Fragen und Antworten. Ich rieche brennendes Gummi, wenn ich Ultimate verwende. Was soll ich machen? Woher soll ich denn das wissen? Du hast doch das Profiheft in der Hand. Weißt du, ich drehe Balle durch. Saugkraftregler, Staubbeutelgruppe, Überwurf, Mutter, Mensch. Ich halte Balle nicht mehr aus. Verzweifel nicht. Komm, ist meine Banane. Nee, ich will keine. Dafür ist unser ganzes Volk 89 auf die Straße gegangen. Na gut, die Montagsdemo soll nicht für umsonst gewesen sein. Und jetzt zurück zum Eigentlichen. Komm, geh wieder an deinen Arbeitsplatz. Ich glaube, wir waren am Punkt 48c. Nee, Trautl, Turbokapitalismus hin, wissenschaftlich-technischer Fortschritt her. Ich nehme einen Schrubber, es ist mir einerlei, ob ich in der neuen Gesellschaftsordnung ankomme oder nicht. Aber Ursel, es ist doch noch Hoffnung für uns. In unserem Kollektiv wird keiner fallen gelassen. Wir betreiben die Politik der kleinen Schritte. Und wir haben in Sachen Technik schon so manches erreicht. Gucke, die Oral-B-Mundusche beispielsweise. Gelle, du, das ist Technik, die begeistert. Ein Knappdruck und die ganze Sache läuft. Da erzielt man auch wunderbare Ergebnisse bei der Kaltschmutzrandbeseitigung. Siehste, Ost und West, that's the best.